Guck mal, ich habe 60 Euro mit, ich gehe jetzt zu Saturn kaufen und das Computerspiel. Boah, cool, kann ich mitkommen? Ich muss mir auch noch was kaufen. Ja, klar, kann ich. Du kannst mitkommen. Okay. Sag mal, kannst du mir nochmal Mathe für die nächste Mathestunde geben? Ja. Danke. Bitte. Sag mal, warum, was gehst du an meine Wie? Was willst du mit meinem Geld? Nein, ich. Dein Geodreieck. Ja, warum liegt das Geld dann draußen? Das war doch gerade auf meinem Wie drin. Nein. Das glaube ich dir nicht. Du wolltest mir mein Geld klauen. Ich wollte nicht an dein Geld. Nein. Da wolltest du mein Geld. Warum liegt es dann draußen das, auf dem Das habe ich nicht nötig. Hast du es nicht? Unterstell mir nicht, dass ich das Geld nötig habe. Du, ich wollte nur dein Geodreieck. Warum liegt das Geld dann draußen? Ist rausgerutscht. Als mein Geodreieck hier auf dem Tisch lag. Das lag ja nicht auf dem Tisch. Das war ja da drin. Okay. Ich glaub dir aber nicht. Okay, das ist ein Fall für die Konfliktschlichter. Meine Kontaktlinse ist weg. Wo ist meine Kontaktlinse? War übelst teuer. Scheiße. Wir waren beim Suchen, Alter. Du hast dich gerade eingesehen. Scheiße, Mann. Kontaktlinse, wo ist sie hin? Scheiße. Mist. Ja. Übelst teuer. Na, Fetti, willst du noch dicker werden? Leute, guck mal, die Fette will noch dicker werden. Fetti. Na, Fettfleck, steh doch auf. Ah! Ah, das hat weh. Hallo? 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 Ich bin Kim. Ich bin Linda. Wer seid ihr? Ich bin Avis. Ich bin Lena. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Und ich möchte betonen, dass ihr freiwillig hier seid, also ihr werdet nicht gezwungen. Wir sind keine Richter, das heißt, wir sind unparteiisch. Und ihr könnt uns vertrauen, denn alles, was hier in diesem Raum besprochen wird, kommt nicht an die Öffentlichkeit. Es gibt auch ein paar Regeln. Das ist einmal keine Beschimpfung und Ausreden lassen. Mhm. Keine Gewalt und Ehrlichkeit. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Wir werden uns eure Sichtweisen anhören und die dann spiegeln. Spiegeln bedeutet, dass wir das wiederholen, was ihr gesagt habt, damit es keine Missverständnisse gibt. Wer möchte anfangen? Okay. Ich stand im Flur und habe gerade was gegessen und dann kam auf einmal Avis und hat mich die ganze Zeit beleidigt und so. Und dann hat er die anderen angesprochen, damit die auch was sagen. Und dann haben die ganze Zeit Fetti, Fetti gerufen. Und dann habe ich gesagt, dass sie mich alle in Ruhe lassen sollen. Und dann bin ich weggegangen. Dann hat mich Avis von hinten dann eben angestoßen. Da bin ich hingefallen. Und dann wurde ich langsam sauer, weil er mich dann noch weiter beleidigt hatte. Und dann bin ich aufgestanden und habe dann ihm eine geklatscht. Also wenn ich das richtig verstehe, standest du im Flur und hast was gegessen und dann kam Avis und der hat dich so ein bisschen halt beleidigt und dann hat er auch die anderen aufgestichelt, dich mitzuärgern
Und dann hast du gesagt, dass sie dich in Ruhe lassen sollen, aber die haben nicht aufgehört. Und dann hat Elvis dich geschubst und du bist hingefallen. Und dann bist du halt sauer geworden und hast ihm eine gepfeffert. Ich verstehe jetzt nicht so richtig, warum du das gemacht hast. Ich wollte cool sein, also dass mich alle mögen. Und ja, dann habe ich weitergemacht. Und dann ist auch die... Also dann ist sie hingeflogen und dann, ja, hat sie mir geklatscht. Ach so, okay. Und dann habe ich es ein bisschen übertrieben, habe ich selber bemerkt. Okay, wie hast du dich gefühlt, Lena? Schon doof, weil irgendwie war es natürlich auch ein bisschen peinlich, wenn da alle rumstehen und er sagt, ja, fettes Mädchen und all sowas. Und irgendwie, ja, die Situation war nicht gerade die beste. Seid ihr denn jetzt bereit, nach Lösungen zu suchen? Ja. Ja. Gut, also wir haben hier Zettel und ich schreibe jetzt Lösungen auf jedem Zettel nur eine Lösung. Mhm. Und ihr könnt so viel schreiben, wie ihr wollt. Also wir haben festgestellt, dass ihr ähnliche Lösungen habt, zum Beispiel, dass er zugibt, dass es nicht so gemeint war. Hat er auch geschrieben und du auch. Und dass ihr euch entschuldigen wollt. Gut, dann schreibe ich, das ist hier ein Vertrag. Und hier schreibe ich die Lösungen auf. Und dann kommt hier euer Name hin. Und hier und dann machen wir noch einen Kontrolltermin. Also, hier, also wir machen dann noch einen Kontrolltermin. Da werden wir besprechen, ob beide Seiten sich daran gehalten haben, also an die Abmachung. Ja, und ihr unterschreibt das gleich. Und wenn ihr es dann unterschrieben habt, dann müsst ihr euch jetzt dann halten. Ja, dann vielleicht noch die Hand geben. Tut mir leid. Mir auch. Mir auch. Okay, gut. Dann sehen wir uns in 2 Wochen. Okay. Tschüss. Tschüss.